Hallo liebe Retro-Freunde, hallo liebe Mask-Freunde, herzlich willkommen zu meiner zweiten Ausgabe und zu meiner zweiten Vorstellung eines Mask-Fahrzeugs. Ich habe sie im letzten Video bereits angekündigt. Auch heute gibt es wieder ein Fahrzeug, von dem ich die Originalverpackung mitbekommen hatte beim Kauf eines Konvults. Und aus diesem Grund ist das hier heute die Nummer 2. Es dreht sich heute um das Fahrzeug Wildcat mit dem Agenten Clutch Hawks und der Hokus-Pokus-Maske, die ich ja schon im letzten Video ganz oft erwähnt hatte, als ich mich vertan hatte. Die Verpackung von diesem Fahrzeug ist jetzt nicht ganz so gut erhalten, also sie ist noch recht gut erhalten, aber sie hat hier gleich, das seht ihr gleich, so ein bisschen so eine Wölbung. Hier vorne sieht man wieder das Artwork, auf der Seite wieder die Verwandlungsmöglichkeiten. Das geht hier einmal rundherum. Und auf den Seiten sieht man dann wieder, was man damit machen kann. Ein Action Future sozusagen auf der Seite immer und hier an den anderen Seiten die Verwandlung. So gesehen sieht die Verpackung noch recht gut aus, sage ich mal, wenn man so ein bisschen Druck dagegen ausübt. Aber die vom Raven war ein bisschen besser erhalten, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Es war kein Pub-Inlay enthalten. Deswegen habe ich das Fahrzeug jetzt hier auch schon direkt vor mir stehen. Das Ganze sieht so aus. Es handelt sich hier um diesen amerikanisch typischen Abschleppwagen, den es früher so gibt und teilweise noch gab. Die haben ja nicht solche, meistens nicht solchen LKWs, wie wir sie haben. Die haben ja meistens so ein bisschen fettere Fahrzeuge, Pickups, wo sie dann hinten hier die Autos dranhängen. Das Fahrzeug selbst kommt hauptsächlich in den Racing-Episoden vor. Also die letzte Staffel von Mask, glaube ich, war es, wo sich mit diesen Racing-Folgen beschäftigt. Da haben im Prinzip fast alle Agenten nochmal neue Fahrzeuge bekommen. Man musste ja auch irgendwie noch Geld machen mit dem Spielzeug, sage ich mal. Und hier der Clutch Hawks, ich darf ihn jetzt gar nicht verwechseln, das ist aber nicht Clutch Hawks, es gab doch auch einen Buddy Hawks, das verwirrt mich jetzt gerade. Ich war all die Jahre eigentlich im Glauben, dass dieser gute Mann, der Mann war, der unter anderem mit Alex Sector bei Boulder Hill dabei gewesen ist, aber der hieß eigentlich Buddy Hawks, glaube ich, zumindest, und nicht Clutch Hawks, aber er sieht auch so aus. Haut's mal in die Kommentare, ob das der gleiche Agent ist oder wo da jetzt mein Denkfehler liegt. Wie gesagt, er hat die Hokus-Pokus-Maske. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was die kann. Obwohl ich vor kurzem noch die Episoden gesehen habe. Ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen, was die Hokus-Pokus-Maske kann. Ich hätte jetzt getippt auf irgendwelche Frag der Geier, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was der mit der Maske gemacht hat. Ist ja auch letztendlich wurscht. Die Maske ist dabei. Der Agent ist dabei. Die Maske sitzt jetzt auf dem Agenten. Wird jetzt auch die Finger davon lassen, diese zu entfernen. Thema Bruchgefahr. Wir hatten es ja im letzten Video. Ansonsten ist das Fahrzeug noch im guten, unbespielten Zustand, also in meinem Zustand meiner Meinung nach. Das Chrom blitzt noch, keinerlei irgendwie Verfärbung oder Staub. Das Fahrzeug an sich gehört jetzt nicht unbedingt zu den Favoriten, das hatte ich auch schon im letzten Video erwähnt, wo da so meine Favoriten lagen. Auch die Verwandlung an sich fand ich jetzt gar nicht mal so den Burner. Ich bin jetzt hier gerade mal, ich weiß jetzt noch ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Fahrzeug verwandelt. Hier ist ein Knopf, da drücke ich jetzt mal drauf. Warte mal. Okay. So, der geht jetzt hier so hoch. So, der geht hier hoch. Gucken wir mal. Ja, diese Teile. Eine fahrbare Radarstation. Irgendwo stand hier was auf Englisch drauf. Hier haben wir nämlich auch was in Holländisch. Von sechs Disc habe ich fünf noch, wenn ich keine drin ist. Ah, hier steht auch was auf Deutsch. Das ist eine Euro-Verpackung. Abschleppwagen verwandelt sich in vertikal ausfahrbare Abwehreinheit mit Radar-Störscheibenschleuder.
Okay. So. So, das war es jetzt auch, glaube ich, im Großen und Ganzen. Er kann halt, er fährt hier halt, aber theoretisch könnte ich jetzt hier vorne im vorderen Bereich so eine Scheibe hier so reinlegen. Und hier vorne, wenn man den dann fährt, ist hier so ein Widerstand. Da müsste theoretisch die Scheibe rausgeschossen werden. Ich weiß halt nur nicht, weil man vielleicht hier hinten, ist noch ein Haken. Alter, ich hab Schiss, dass ich... Ah ja, okay. Jetzt habe ich es raus. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, wie man die Blockierung von den Vorderrädern rauskriegt. Das macht man jetzt so mit diesem Haken hier unten. Das heißt, man kann jetzt auch mit dem Fahrzeug fahren. Ohne... Alter, das nervt gerade ein bisschen. Ohne diese Scheiben zu aktivieren. Wenn man dann den Hebel hier unten umsetzt, entriegelt sozusagen, dann haben die Räder einen Widerstand und lösen damit praktisch das Schusssystem der Scheibe aus. Das werden wir jetzt mal testen. Okay, funktioniert. Da ist man als Kind ein bisschen, brutaler an die Sache dran gegangen als jetzt nach 30 Jahren. Ja, und dann ist das im Prinzip schon das Fahrzeug, das hier als Abwehreinheit mit Radarstörscheibenschleuder bezeichnet wird. Wie gesagt, es war nie wirklich ein Highlight für mich, das Fahrzeug an sich. Die Verwandlungen wurden dann halt irgendwann auch immer ein bisschen ideenloser, wie es halt so ist. Irgendwann gehen halt Ideen aus. Und ja, ich glaube, man konnte das hier noch gut drehen. Wenn man das hier runter macht, kann man das halt hier noch drehen. Ziemlich weit. Ich will es jetzt nicht... 360 Grad. Also, jetzt muss man halt nur noch wissen, wie man es zurückverwandelt. Ich glaube, man hat es hier einfach so gemacht. Runtergedrückt. Zum Einrasten gebracht, zurückgeklappt. Die Dinger müssten theoretisch reingedrückt werden, glaube ich. Boah. Man hat immer Schiss, irgendwas kaputt zu machen. Ne? Alter, wie geht das Ding hier rein? Ah ja, okay, so. Ja, und dann ist es wieder der Abschleppwagen. Und damit... Nee, du bleibst mal schön drin da vorne, du komisches Ding. Und damit... war das mit Wildcat von Mask in meinem Zustand mit Originalverpackung. Letztendlich ein interessantes Fahrzeug, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Vielleicht sind die anderen Fahrzeuge aus Nostalgiegründen für mich interessanter oder besser. Ist kein schlechtes Fahrzeug, aber nicht einer meiner Favoriten. Haut auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr hier zu Wildcat, wenn man es richtig rumhält, zu Wildcat zu sagen habt. Wie immer in die Kommentare hauen, eure Erinnerungen, eure Meinung interessieren mich wie immer sehr. Mal schauen, ob der auch zu eBay wandelt. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich die Fahrzeuge behalten soll. Ob ich das, oder jetzt auch im Fall von Raven, gut, da habe ich ihn zweimal, aber ob ich jetzt das Fahrzeug behalten soll und einfach nur die Verpackung auf eBay einstellen soll. Die sind ja auch teilweise begehrt, um halt solche Mein-Fahrzeuge im Prinzip zu verpacken. Muss ich noch ein bisschen überlegen. Ist ja immer schön, wenn man so ein Fahrzeug in einer recht guten Verpackung hat noch. Gerade bei Mass ist das eher seltener und kostet sehr viel Geld. Aber ich bin jetzt nicht drauf aus, wie gesagt, Mass als mit Verpackungen zu sammeln. Das nimmt sehr viel Platz weg. Man sieht auch, wenn kein Inlay vorhanden ist, wölben die sich recht schnell. Mal schauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Fahrzeug vorzustellen. Und gerade bei den Fahrzeugen, die man nicht so kennt, ist das ja ohne Anleitung immer ein Highlight, diese Fahrzeuge zu verwandeln. Denn man muss ein bisschen seinen Kopf anstrengen, was man vielleicht darf beim Verwandeln und was vielleicht das Fahrzeug beschädigen könnte, finde ich recht interessant. Umso interessanter, wenn man bedenkt, dass man das früher als Kind dann einfach so hingestellt bekommen hat und dann auch wahrscheinlich gerne mal was abgebrochen hat,
wenn man was falsch gemacht hat. Und damit sind wir heute fertig mit Wildcat, mit der zweiten Ausgabe meiner Mask Reviews. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.